manche Orchester nennen mich als Offstage-Maniac, Fernorchester-Maniac, weil ich immer gebe sehr viel Wert und viel Zeit, das wirklich perfekt zu machen. Das ist auch sehr schwierig zu finden, die Positionen, wo die Musiker stehen. Und das ist ein ja, sehr, sehr wichtiger Teil von der Aufführung. Besonders in den Werken, wo so wie Mahler II, das spielt eine sehr große Rolle.